einen wunderschönen guten Morgen hier aus der Medienwerkstatt am Campus Alsterbrücken, der HTW Saar. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem ersten Online-Townhall-Meeting. Sie alle, Kolleginnen und Kollegen, aber vor allem die Studierenden. Toll, dass Sie dabei sind. Townhall-Meeting, das machen wir jetzt schon seit 3 Jahren. Eigentlich immer in unserer Aula, auch einmal auf der großen Terrasse, aber Sie kennen die Gründe, das geht in diesem Moment leider nicht. Jedoch haben wir jetzt gedacht, wir nutzen mal diese Medien aus, wir kommen auf diese Art und Weise zusammen, um das zu tun, was ein Townhall-Meeting ausmacht. Einmal im Jahr kommen die Mitarbeiter, alle, die dazugehören von der Company, kommen zusammen in einer schönen großen Halle und dann gibt es aktuelle Informationen, es gibt Nachrichten, es gibt Infos, wo geht es denn hin? Und es geht vor allem um Beziehungen, um Zusammensein und Miteinander. Das, was uns ja alle zusammengeführt hat. Die Studierenden, sie haben sich die HTW ausgesucht, unsere Fakultät, weil sie sich bestimmt eine Präsenzhochschule gewünscht haben. Und wir haben ja irgendwann mal diesen Beruf ergriffen, weil wir es auch mit Menschen zu tun haben wollten. So, deswegen versuchen wir auf diesem Kanal all das rüberzubringen, was dazugehört. Informationen, was gibt es heute für Infos? Sie lernen mal unseren neuen Dekan kennen. Ja? Der wird seit 1.4. residieren bei uns und ich glaube, da ist mal ganz spannend, so zu erfahren, was das für ein Typ ist. Ja? Wir haben aber auch eine erfolgreiche Studentin bei uns, die jetzt schon am Ende des Studiums ein Unternehmen gegründet hat. Das ist, glaube ich, eine spannende Geschichte. Wir möchten uns aber auch verabschieden von unserem bisherigen Dekan, der 7 Jahre eine tolle Arbeit gemacht hat. Und wir haben noch einen Abschied von der ganz tollen, reizenden, wunderbaren Kollegin, Frau Professor Weitz. Und bleiben Sie bis zum Schluss, es wird noch spannend, weil dann wird der Neudekan auch mal einen Blick wagen. Was haben wir denn fürs Wintersemester vor? Das treibt Sie ja bestimmt genauso um wie uns. So, das wären Informationen, Emotionen, Beziehungen. Toll, dass Sie dabei sind. Und ich möchte starten mit unserem ersten Gast. Begrüßen Sie mit mir unseren Neudekan, Steffen Malte heißt der. Malte Beinauer. Malte, das ist ja irgendwann bekannt, dass du auf Titel sehr viel Wert legst. Wäre es okay, wenn ich dich mit eurer Respektabilität anspreche? Mindestens und dann mit dem. Wir brauchen das andere Mikrofon, mindestens den Titel und dann noch den ganzen anderen Rest da dran. Wir können es auch kurz halten im Rahmen der Sendezeit. Malte würde auch reichen. Okay, für Freunde und Kollegen der Malte. Da werden sich jetzt viele fragen, was macht denn so überhaupt so ein Dekan die ganze Zeit? Das hätte ich mich auch besser vorher darüber informiert, was man macht. Auf der anderen Seite ist es die höchste Position in der Fakultät. Ich bezeichne es ja immer von Fakultätsgnaden gewählt. Das heißt, wir sind alle gezwungen, in der Selbstverwaltung uns einzubringen. Und ja, eigentlich ist das Management der Fakultät mit einem interessanten Klientel und Leuten wie dir, denen man eigentlich nichts zu sagen hat, aber dann trotzdem das Ganze umsetzen muss. Also sprich, die Aufgabe ist, soll der ganze Studienbetrieb laufen. Das ist auch die Zielsetzung. Wenn nachher keiner merkt, wer der Dekan ist, aber alle zufrieden die HTW verlassen, dann glaube ich, haben wir einen ganz guten Job gemacht. Eigentlich sind wir ja eine sehr moderne Organisation. Du hast ja gesagt, so richtig zu sagen, das geht bei uns so mit Anweisungen, Order, das geht bei uns nicht, läuft viel auf Verständnis und Ausdiskutieren. Ist das nicht furchtbar anstrengend für dich? Im Moment macht es noch Spaß, das Feedback sowohl von den Studierenden als auch von den Kollegen, die teilweise bestimmt genervt sind von einigen Sachen, die wir angehen, ist sehr positiv. Ich glaube, das macht auch die Fakultät aus, in der wir arbeiten, dass eigentlich ja, alle doch das Gute wollen und auch durchsetzen. Und auch wenn wir alle nicht immer einer Meinung sind, wir doch im Großen und Ganzen ein ganz gutes Ziel haben und auch die Studierenden wertschätzend und positiv sich da einbringen und eher konstruktive Kritik und Forderungen auch aufstellen. Okay, wenn wir reinkommen, ist bestimmt einigen aufgefallen,
dass du ja doch ein bisschen größer bist als vielleicht der Durchschnitt. Es gibt so einen Spruch von dir, der wird überliefert, der Mensch beginnt bei 2 Metern. Müssen kleinwüchsige Fakultätsmitglieder Angst vor Diskriminierung haben? Das Gute ist, dass dieser Spruch ja eigentlich Zitat ist von Wolfgang Appel, der es auch in tollsten Meetings, die wir gemeinsam hatten, vor versammelter Mannschaft den Spruch bringt in der Begrüßung, vor Ihnen stehen 4 Meter geballte Kompetenz. Und dann kam eigentlich erst das Original-Zitat und der Mensch beginnt eigentlich erst bei 2 Meter. Also ich sehe das nicht ganz so hart. Natürlich, wir werden schon eine Veränderung haben. Das ist bei den E-Bikes, die wir ja haben, die vorher ein bisschen kleiner waren. Jetzt brauchen wir auch, dass große Leute nicht wieder auf dem Schleifstein da rumfahren. Aber ansonsten, glaube ich, macht das nicht viel aus. Okay, also wir nehmen mit, jeder ist willkommen, unabhängig von seiner Körpergröße. Das wäre noch eine gute Überleitung. Heute Abend gibt es ja ein Barcamp zum Thema Gender and Diversity. Ja? Genau. Das ist eine Veranstaltung, wo wir alle ganz herzlich einladen, sich da nochmal reinzuklicken. Es klingt zwar mit 21 Uhr lange, aber es wird kurzweilig werden, geht um 16 Uhr los. Zur Not, es steht auf allen HTW-Seiten, bitte da eine Mail an das Gleichstellungsbüro schreiben. Wird ein interessantes Thema, auch pragmatisch in derselben Idee, ist geboren von auch einer Vorlesung von uns, wo wir mit der Frauenbeauftragten mal zusammen uns gebettelt haben. Es geht nicht nur um ein Gender-Sternchen, es geht darum, wirklich zu diskutieren, was hat das für Studium, was hat das für die spätere Berufswahl noch für Auswirkungen. Also wird ein interessantes Thema, wo wir auch alle ganz herzlich einladen. Jetzt hört man so an deiner Sprache, bist du Saarländer? Also da gibt es noch einen anderen Zungenschlag, der da rauskommt. Es ist egal, wo ich bin. Wenn ich in der alten Heimat in Hamburg bin, dann sagen die auch, wo kommst du denn her? Weil dann kommt der Saarländer wieder klar durch. Ich bin lange im Saarland. Der Saarländer hat mir gesagt, ab der 3. Generation zähle ich erst dazu. Ich kann mich als Wechselbalg durch ganz Deutschland, je nachdem, ob ich mit der Großstadt trumpfen will oder ob ich die regionale Verbundenheit haben will. Ich glaube, ich kann beides. Aber im Saarland schon auf die Schule gegangen, also insofern. Also mindestens kennst du die Ernährungsgewohnheiten, Trinkgewohnheiten der Saarländer bestens. Das kann ich aus eigener Anschauung bestätigen. Ja. Du hast ja früher sehr viel Marathon gelaufen. Da wird jetzt die Zeit ein bisschen fehlen, denke ich. Die Zeit fehlt in Corona. Ich muss jetzt mal gerade sitzen, damit man das nicht sieht. Trotzdem, der Berlin-Marathon steht wieder im Oktober, Anfang, also Ende September. In der Pipeline, wir müssen die Zeit jetzt freischaufeln, also schnell hier fertig machen und dann raus auf die Laufstrecke, um sie reinzumachen. Es ist noch nicht aufgegeben. Es ist nach wie vor meine vorgezogene Midlife-Crisis. Okay. Was sagt deine Frau dazu, dass du diesen neuen Job genommen hast? Ich kenne sie, deshalb musste ich das aber trotzdem fragen. Ja. Ich glaube, ich verweigere die Aussage. Ja, sie wusste am Anfang nicht, worauf sie sich einlässt. Inzwischen sage ich ja immer jeden Tag, es wird besser werden. Das mache ich auch schon länger. Ich weiß nicht, wie lange diese Aussage zählt. Umgekehrt, ich sehe es positiver. Meine Kinder finden das voll toll, vor allen Dingen heute die Veranstaltung, weil der Papa endlich mal was geworden ist, nicht nur Prof, sondern jetzt werde ich YouTube-Star. Und das ist bei meinem Sohn wesentlich besser, als ein Prof zu sein. Ja, jetzt bist du 3 Monate im Amt, ja, also die ersten 100 Tage rum. Ja, da ist ja immer so eine Schonfrist, aber ich glaube, so sehr geschont haben wir dich nicht in der Zeit. Was denkst du, was die nächsten großen Herausforderungen sein werden, die in den nächsten Monaten und Jahren auf uns zukommen? Ja, erstmal Schonfrist brauche ich eigentlich auch nicht, weil ich habe das Feld ja auch gut bestellt übernommen. Das heißt, im Vorfeld ist ja auch gut gelaufen. Wir sind die beste Fakultät, wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Welt sowieso. Insofern war es ja auch ein leichtes, das Ganze zu übernehmen. Die Herausforderungen sind nach wie vor Corona jetzt zum Ende zu führen. Das war mein Amtsversprechen, dass ich der Dekan sein werde, der Corona beseitigt. Ich hoffe mal, dass das auch klappt und wir jetzt nicht wirklich daran lange hängen. Ansonsten die Herausforderungen sind, denke ich mal, im Bereich Digitalisierung, das mitzunehmen, was wir bisher jetzt erlernen mussten, wo wir reingeschmissen worden sind, was wir auch sehr gut gemacht haben, denke ich mal, in allen Bereichen. Jetzt zu überlegen, wie können wir auch die positiven Seiten in die Welt nach Corona retten? Was müssen wir wieder zurücknehmen, dass wir hier wieder live sitzen können oder halb live auf jeden Fall mal, ist ja schon mal ein großer Vorteil, dass das Ganze funktioniert. Das heißt, das wird ein großer Bereich sein. Ansonsten viel mitnehmen, auch von den Ämtern, die ich vorher gemacht habe an der HTW. Internationalisierung ist mir so ein Steckenpferd, was ich auch gerne weiter pushen möchte, unsere Studierenden rauszubringen. Da wären wir dann wieder beim Saarland. Der Saarländer liebt es, im Saarland zu bleiben. Da vielleicht auch noch mehr Internationalität reinzubringen, das Thema Entrepreneurship. Also eigentlich das, was auch vorher gut ausgearbeitet worden war, die Fakultätsstrategie mit den gesamten Feldern, das wird das sein, wo wir, glaube ich, in den nächsten Jahren weiter alle zusammenarbeiten werden. Das wäre ein gutes Stichwort, gute Lehre. Das war uns ja immer ein Anliegen. Wir sind vor allem eine Lehrhochschule
Und der enge Kontakt zu den Studis, die guten Methoden, die aktuellen Inhalte, das war immer so ein Kernstück unserer Arbeit. Und ich glaube, da haben wir was Gutes vorzuweisen. Ja. Das stimmt. Bin ich mal gespannt, was wir jetzt zu sehen und zu hören bekommen. Es geht jetzt nicht um die Klausurergebnisse. Ich glaube, ich habe sie jetzt alle draußen, nicht zu spät gemacht habe. Es geht auch nicht um die Arbeiten, die ich noch machen muss. Kommen bald für alle, die zuschauen und jetzt sagen, warum korrigiert er nicht? Nee, wir haben auch davor schon zum wiederholten Mal, muss man sagen, den Landeslehrpreis gekriegt. Das ist ein Preis, mit dem das Ministerium, die Staatskanzlei immer wieder hervorragende und herausragende Lehre auszeichnet. In diesem Jahr spannend ging es eine ganze Gruppe von Dozenten, die das Lehrkonzept eigentlich vor Corona schon entwickelt haben mit dem Lernteam-Coaching. Auf der anderen Seite dieses Konzept, was sie entwickelt haben, damals schon gut war, unter Corona voll zum Tragen gekommen ist. Ne, dass dann wir ja die Studierenden eigentlich zu Hause hatten in ihren, vor ihren Fernsehern, vor ihren Computern. Und damit der soziale Kontakt und auch dieses, lass uns eine Arbeitsgruppe gründen und uns da austauschen, verloren gegangen ist. Und da hat das Konzept halt voll eingeschlagen. Das hat die Jury auch überzeugt. Ich will aber gar nicht so viel dazu sagen, weil wir haben ja auch die Leute hier, jedenfalls stellvertretend den Christian Köhler, der für das Team quasi unseren Lobhudelei und unsere Ehrung quasi in Empfang nimmt. Und der kann viel kompetenter was dazu sagen, dass wir das umsetzen. Dann wechseln wir. Dann tauschen wir mal den Studiendekan gegen den Prodekan, aber in dieser Rolle jetzt als Landeslehrpreisträger Christian Köhler. Hallo Christian. Ich habe schon die Anmoderation. Gut, die Tanzmusik in der Zwischenzeit, sind wir euch dran gewöhnt, kriegen wir auch noch bis Ende hin. Christian, heute in der Rolle nicht als Prodekan, sondern in deiner Rolle als Forscher, Wissenschaftler und dieses Mal als Hochschullehrer, ausgezeichneter Hochschullehrer, der den Landeslehrpreis erhalten hat. Und zwar den Landeslehrpreis gab es auch mehrere, aber das war die Nummer 1, der am höchsten dotierte, also das beste Ergebnis, was wir hatten. Nicht alleine, sondern du bist hier nur Vertreter. Wegen Corona kann man nicht komplett da sein. Die Kollegin Susan Pullem ist noch mit an Bord. Frank Rückert hat noch mitgemacht und der Rudolf Friedrich war im Team. Kannst du vielleicht so ein bisschen erzählen, worum ging es da beim Lernteam-Coaching? Was muss man sich unter so einem Begriff vorstellen? Ja, vielen Dank, dass ich das hier kurz darstellen kann und auch danke für die Glückwünsche, die ihr vorhin schon ausgesprochen habt. Das Lernteam-Coaching ist eigentlich eine sehr spezielle Form des Blended Learnings und das bedeutet, wir verlagern einen Teil des Unterrichts in die Vorbereitungsphase und konzentrieren uns in den Kontaktzeiten darauf, dass wir gezielt an den Schwächen arbeiten können. Beim Lernteam-Coaching bedeutet das, dass wir tatsächlich zunächst einmal sehr gut vorbereitete Unterrichtsmaterialien brauchen, die wir den Studierenden dann zur Verfügung stellen und diese dann zunächst einmal selbstständig diese Unterlagen durcharbeiten. Parallel dazu teilen wir sie in sogenannte Lernteams ein. In diesen Lernteams arbeiten die Studierenden dann die Dinge durch, die sie individuell nicht verstanden haben. Und was da übrig bleibt, ist ein Problemspeicher. Und dieser Problemspeicher wird dann mit in das Coaching-Meeting mit dem Prof genommen. Und dort kann dann wirklich sehr, sehr gezielt an den Dingen gearbeitet werden, wo die Studierenden sagen, ja, das am Stoff haben wir jetzt gar nicht verstanden. Also zwei, wir müssen hin und her geben, habe ich gehört, wegen dem Mikrofon. Also der eine Vorteil, wir zwingen die Studierenden, negativ gemacht, dazu, sich wirklich auch mit dem Stoff zu beschäftigen und dann aber auch konkrete Fragen zu erörtern und auf euch zuzukommen, dass wir wirklich dann auch die Zeit effektiv nutzen können, um eine Vertiefung zu machen. Ne, zum anderen aber auch die Zusammenarbeit zwischen den Studierenden und was ja früher die klassischen Lerngruppen auch waren, was ein bisschen nach meiner Erfahrung auch in letzter Zeit so eher zum Individual, ich lerne alleine für mich, gehe da gar nicht groß die Teamgruppe ein, dass das nochmal gegründet wird. Wie habt ihr das gemacht? Weil jetzt, wenn Corona reinkommt, ist es ja schwer, dann diese Teamgruppen zu gründen. Gab es da Probleme oder hat das nach eurer Erfahrung gut geklappt? Ja, insbesondere das mit den Lerngruppen bilden ist ein ganz zentraler Ansatz. Wir haben das gezielt wirklich in den ersten Semestern gemacht. Das heißt, es ging los in Physik im ersten Semester, haben es dann in Statistik im zweiten Semester auch entsprechend fortgeführt.
schon vor 5 Jahren tatsächlich, haben wir damit begonnen in Physik und mittlerweile hat es sich auch auf andere Fächer ausgedehnt. Das Schöne ist, wir haben diese Lerngruppen, die teilen wir ein. Und wir versuchen damit auch immer so ein Stück weit mit einem Paradigma zu brechen, weil wir sehen, dass viele Studierende, die sich häufig irgendwie am Anfang kennengelernt haben oder sich aus der Schule noch kennen, was im Saarland ja auch immer ein Faktor ist, dass die gerne zusammensitzen und eher, ich sag mal, die freundschaftliche Beziehung da im Vordergrund steht. Deswegen nutzen wir ja das Prinzip Zufall. Das heißt, in Präsenz haben wir die Gruppen ausgelost, wo jeder Student dann tatsächlich würfeln durfte, in welche Gruppe er kommt. Online haben wir das natürlich müssen vorbereiten, dass wir da per Zufallsauswahl die Gruppen zusammengestellt haben, sodass wir hier natürlich auch einen Mix hinkriegen von Studierenden, die vielleicht schon ein bisschen tiefer in der Materie drin waren. Da ist Vorbildung gerade in diesen ersten Semestern durchaus immer wieder ein Faktor, da wir ja sehr unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten haben, sodass diejenigen auch nochmal ein Stück weit voneinander profitieren können. Und das sind Gruppen, die sich bilden. Und das Schöne war, wenn ich mich da an die ersten Jahre zurückerinnere, weil mit denen, die wir angefangen haben, die werden jetzt mit dem Master fertig, da sind Lernteams, die wir im ersten Semester gebildet haben, die sitzen, also haben vor Corona immer noch nebeneinander in Vorlesungen gesessen. Das heißt, wir haben auch tatsächlich diesen Prozess, dass sich Lerngruppen bilden, die vielleicht auch ein Studium überdauern, durchaus damit unterstützen können. Und das fand ich einen ganz, ganz schönen Nebeneffekt. Das würde ich auch bestätigen, weil das ist ja immer die Frage, wie bilde ich diese Lerngruppen im ersten Semester? Natürlich kennen sich viele noch nicht. Auf der anderen Seite finde ich es auch schön, dass er diese Einteilung macht. Ne? Dann kommt teilweise zwar mal, ich möchte mit meinen Freunden und Bekannten, aber hat halt den Nachteil, dass ich dann ja auch starke Gruppen zusammenziehe und dann eher vielleicht schwächere habe. Also insofern finde ich es auch gut, wenn da auch ein Kennenlernen und eine soziale Komponente einfach stattfindet. Letzte Frage vielleicht im Rahmen unserer Zeit, dem geschuldet. Wie geht es weiter, wenn jetzt Corona nicht mehr da ist? Lernteam-Coaching weiter top aktuell und wird so bleiben? Wird es eher virtuell bleiben oder werden es wieder Präsenz-Lerngruppen werden? Oder noch, keine Ahnung. Naja, das Konzept gab es vor Corona. Es hat uns tatsächlich in Corona wirklich ganz, ganz große Dienste erwiesen, weil wir es geschafft haben, wirklich individuell mit den Studierenden noch zu arbeiten. Und das ist einfach der große Nutzen. Und deswegen sind wir von diesem Konzept auch überzeugt und es wird weitergeführt werden. Wie gesagt, wir haben im Wintersemester 2016 mit Physik begonnen. Ne, dann kam es im Jahr drauf, kam es in Statistik rein. Mittlerweile hat es sich in viele andere Veranstaltungen auch fortgesetzt. Ich habe es mittlerweile auch in Masterveranstaltungen eingesetzt. Und also das Konzept wird bleiben. Und ich, wenn ich den Trend richtig deute, wird es vielleicht auch noch die eine oder andere Veranstaltung geben, die mehr auf diesen innovativen Ansatz auch nochmal setzen wird. Gut. Dann danke ich ganz herzlich. Hoffe, dass es Neuigkeiten da auch geben wird in anderen Bereichen, weil ich denke, das ist auch mal wichtig, dass wir dann auch auf gute Erfahrungen, Best Practices weiterbringen. Glückwunsch nochmal ganz herzlich für diese super Leistung. Und würde dann auch weiterleiten auf genau die Leute, über die wir gesprochen haben, unsere Studierenden. Vielleicht das Feedback nicht zum Lernteam-Coaching, keine Angst, aber wie man Corona nutzen kann einfach. Ich glaube, der Großteil von Ihnen hat es gut genutzt. Die Frage ist ja nicht, welche Staffel Sie gesehen haben, sondern ob Sie schon komplett mit Netflix durch sind oder nicht. Ansonsten vor dem Bildschirm meist mit ausgeschalteter Kamera gesessen, als kleiner Bubble von uns wahrgenommen. Aber wir haben ja auch Leute, nicht die Einzelfälle, glaube ich, heute da, die Zeit gut genutzt haben und sinnvoll, darf ich mir das mal so als despektierlich als Professor sagen, gut oder schlecht, ist ja die Frage. Spaßmaximierung ist auch was ganz Tolles. Insofern würde ich dich jetzt austauschen. Gerne sogar gegen eine junge Dame, die wir reinbringen. Eine Studierende von uns, Amina Trenz, möchte ich herzlich willkommen heißen, dass wir ja, ein bisschen über die Zeit reden, was du da gemacht hast. Aber egal. Gut. Na, ich kriege aus dem Nebenraum die bösen Schreie, dass ich in die Jingles reinrede. Das mache ich doch gerne, das ist gar kein Problem. Ich habe es anmoderiert, Amina, Studierende bei uns im DFAI, in der Faux Parler Français. Thomas Pinnefeld würde es lieben, wenn ich jetzt auch Französisch weitermachen würde, aber dafür ist mein Französisch zu schlecht. Im DFAI als Studierende unterwegs. Vielleicht mal die erste Frage, bevor ich groß anmoderiere, dass du deine eigene Geschichte erzählst, so ein bisschen, wo es weitergeht. Wie war der Übergang gewesen vom Studium zu Corona einfach? Wie hast du das Ganze erlebt, als es losging?
Ja, also ich würde sagen, der Beginn, der war natürlich für uns alle erstmal sehr schockierend, dass man wusste, okay, man kann jetzt nicht mehr normal in die Hochschule, man sieht jetzt seine Freunde erstmal nicht mehr. Aber man wusste auch, okay, man hat irgendwie ein bisschen mehr Zeit, ja. Und die Zeit kann man eben auch, ne, ganz gut nutzen. Wir sind dann relativ schnell, also ich bin beim Geschäftspartner mit dem Stefan Saravanapar, bin ich dann relativ schnell auch in Kontakt getreten und wir haben gesagt, warum nicht ein Startup irgendwie gründen, warum nicht was zusammen beginnen. Dann sind wir zu der HTW Saar, haben gesagt, wir haben eine Idee zum Access, also ja, dann haben wir das Access Gründerstipendium auch angefragt mit dem Gründungsberatung von Felix Kirchenstein und Yannick Joost. Die HTW Saar hat ja auch ein Gründungsbüro, Places to X heißt das, und die unterstützen auch Studierende in der Hinsicht. Also wenn man eine Idee hat, kann ich nur alle motivieren, dort auch ja, aktiv zu werden, seine Ideen zu teilen, und man wird auf jeden Fall unterstützt. Ja. Warum gründen und nicht Netflix schauen? Ja, also ich meine, für mich war es immer wichtig, mich irgendwie auch selbst verwirklichen zu können, meine Ideen irgendwie umzusetzen, und das war jetzt eigentlich die perfekte Möglichkeit dazu. Und dieses Access-Gründerstipendium ist einfach toll, weil man eben diese Unterstützung hinten dran, also dieses Netzwerk einfach auch mitbekommt. Ne? Sie sind ja selbst unser Mentor auch jetzt von unserem Startup, das Eventza heißt, und es ist einfach ein gutes Gefühl, wenn man weiß, man muss nicht gleich in die freie Wirtschaft, ne? Sondern man wird geleitet, man wird gecoacht und man kann sich noch so ein bisschen ausprobieren. Das so als Schlagwort. Ich meine, wir versuchen ja zu vermitteln, auch Unternehmensführung, Gründung, Entrepreneurship in den Vorlesungen. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache, wenn ich theoretische Konstrukte sehe. Aber wirklich, wie muss ich mir das praktisch vorstellen? Das eine ist, wir haben Institutionen. Unser großes Problem, was wir meist haben, ist ja immer, die Institutionen sind gar nicht bekannt. Die Möglichkeiten sind da nicht bekannt. Also was bringt dir das wirklich ganz konkret, ganz einfach gesprochen, im Gründungsprozess? Der Unterschied, ob du jetzt sagen würdest, ich mache selber mein eigenes Ding und gründe quasi Eventza für mich alleine oder ich mache es mit Unterstützung von der HTW? Naja, ich glaube, die Unterstützung, das gibt einfach so diesen Mut, weil ich muss sagen, ich komme auch aus einer Familie, wo dieses Entrepreneurship nicht unbedingt gelebt wird, ne? Und da einfach den Mut zu sagen, okay, ich möchte nicht unbedingt in ein Angestelltenverhältnis, sondern ich möchte mich selbst verwirklichen und dann diese in dem Hintergrund diese Institution zu haben, die einen pusht in den ersten Jahren, das ist halt eine Wahnsinnschance. Und die hat nicht jeder und das muss man nutzen, auf jeden Fall. Das ist auch der Aufruf wirklich an alle, die da dabei sind, ist mal zu testen. Wir fangen im Kleinen mit 5 Euro Startup an, also selbst mal ausprobieren. Aber auch das andere, wie groß ist das Access-Gründerstipendium? Ich glaube 120.000 Euro, also das ist auch nicht Pappenstiel. Da sind Sachmittel drin, da sind natürlich aber auch ein erstes Gehalt, was einen so, ne, das war meine Feigheit immer gewesen, warum ich Beamter geworden bin. Zu feige, um Entrepreneur zu werden, aber das kann man dann mit dem Beamtengehalt parallel ja auch noch ganz gut in der Sache. Aber da ist halt auch für die Studierenden die Möglichkeit, einfach zu sagen, erstmal die erste Ruhe reinzukriegen. Ganz kurz noch zu Eventza für unsere Leute, die gerade am Businessplan schreiben sind, in anderen Lehrveranstaltungen oder ähnlichem. Was macht ihr da? Was ist wirklich so der Kern von der Geschäftsidee? Also bei Eventza geht es darum, die Veranstaltungsbranche zu digitalisieren. Es ist so, dass wir eine Plattform erschaffen, wo man eben online, digital Eventpakete buchen kann. Und man weiß es ja, normalerweise hat man ganz viele Akteure bei Events und wir versuchen, die ein bisschen untereinander schon zu verknüpfen, sodass man dann einfach nur zu seiner Feier gehen kann, nicht mehr damit beschäftigt ist, die Akteure gegenseitig abzustimmen, sondern man kommt einfach rein und kann mit seinen Freunden, Familien feiern. Man kann einfach die Party genießen und alles im Hintergrund ist schon von uns vororganisiert und läuft einfach ganz normal ab. Es wäre jetzt einfach, ein Startup zu machen, war dir aber nicht genug gewesen. Das ist auch der Grund, warum du eigentlich auch hier bist, in dem Corona-Special des Town Hall Meetings. Dann kam irgendwann der Anruf, okay, wir müssen noch den Antrag fertig schreiben, aber wir haben schon das nächste Business gegründet. Kannst du dazu vielleicht mal ein paar Worte sagen, was du da gemacht hast? Ja, also das war auch in Zusammenarbeit mit dem Geschäftspartner, mit dem Stefan. Es war so, dass wir ja irgendwie auf dieses Pferd, sage ich mal, aufgesprungen sind. Ne? Es haben sich ja viele private Corona-Testzentren jetzt auch in der Zwischenzeit eben etabliert. Und ja, wir hatten irgendwie dann plötzlich die Idee, okay, wenn das andere können, dann können wir das auch.
wir machen es einfach. Ne? Und haben uns dann halt erstmal bestimmt eine Woche nur damit auseinandergesetzt, wie geht das überhaupt, welche Schritte muss man einleiten. Wir haben super viel telefoniert, mit vielen Ämtern waren wir in Kontakt und haben es dann halt eben auch geschafft, dann die Genehmigungen auch zu bekommen. Und haben mit einem Testzentrum angefangen, ich erinnere mich noch, mit Pavillons irgendwie aus dem Baumarkt haben wir begonnen. Jetzt steht eine riesen Drive-In-Station am IKEA mit zwei Containern, ne, mit einem riesengroßen Zelt. Also wir haben es wirklich jetzt auch professionell hinbekommen und wir sind da stolz. Wir haben dann ein tolles Team auch zusammen, wir sind insgesamt zu viert. Und haben jetzt insgesamt 8 Stationen, auch ein mobiles Testzentrum, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt reagieren. Es sind jetzt eher die Veranstaltungen, die Tests eben brauchen, der Einzelhandel weniger oder gar nicht mehr, ja. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir haben jetzt diesen Transporter von Stefan eben, der hat auch noch einen Transportverleih und den haben wir umgebaut zum mobilen Testzentrum. Und das war halt eine gute Lösung jetzt in der Zeit. Also es ist wichtig zu reagieren, zu agieren, genau. Kommt zum letzten Teil. Da kam dann irgendwann auch der Anruf, okay, wir würden auch gerne was zurückgeben. Und das fand ich einfach toll, dass nicht nur ist, ne, die Testbranche ist natürlich in negativen Schlagzeilen, ne, ihr beutet nur aus, ihr rechnet falsch ab und so weiter. Aber es kam dann auch irgendwann die Ansage, okay, wir würden gerne was zurückgeben. Wir könnten uns vorstellen, auch die Testzentren an der HTW durchzuführen. Und das ist natürlich auf der einen Seite nicht so lukrativ, weil wir nicht so viele Leute haben, wie jetzt beim IKEA quasi da durchfahren. Auf der anderen Seite war das auch die Ansage, es ist egal, wie lukrativ das ist, wir wollen was zurückgeben. Insofern kann ich es vielleicht auch abkürzen einfach, falls wir dann in den Präsenzunterricht zurückgehen und wir uns handelseinig werden mit der HTW, das steht noch aus, will die Entscheidung nicht vorgreifen, dann kann es auch sein, dass diejenigen, die die Tests durchführen, dann auch HTW-intern sind, also auch für unsere Studierenden, ist aus einer Geschäftsidee geboren. Insofern, für mich ein Role Model, wie man wirklich auch Corona als Student positiv nutzen kann, das umsetzen und dann vielleicht aber auch wieder in den Schulterschluss auf der einen Seite was genommen, ne, mit den Fördermöglichkeiten, mit der Unterstützung, auf der anderen Seite dann aber auch wieder was zurückgegeben. Also insofern eine Traumgeschichte quasi, wie man Corona positiv nutzen könnte. In dem Sinne danke ich ganz herzlich, auch dass du neben dem Business, dann 5, 6, 7 Business, die du parallel machst, heute die Zeit hattest für unsere Studierenden, für unsere Mitarbeiter, einfach hier zu sein. Und dann würde ich sagen, verlassen wir die Szene und geben wieder zurück an Wolfgang Appel, dessen Namen ich auch richtig ausspreche hier im Gegensatz zu ihm. Dankeschön. Ja, Sie haben heute zu Beginn unseren neuen Dekan kennengelernt, aber wir wollen unbedingt die Gelegenheit auch nutzen, um uns von unserem bisherigen Dekan, dem Altdekan, wie auch so gern von Malte Beyenhauer bezeichnet wird, zu verabschieden. Freuen Sie mit mir auf Steffen Hütte. Hallo Wolfgang. Hallo Steffen. Ja, der Malte in seiner unnachahmlichen Art bezeichnet dich ja immer als der Altdekan. Ja. Dabei glaube ich, dass du sogar jünger bist als der Neudekan. Kann das sein? Also ob Alt- oder Ex-Dekan oder wie auch immer, man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Und nach 7 Jahren Dekanstätigkeit ist man sicherlich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen müde, aber voller Tatendrang. Insofern freue ich mich, dass ich heute hier sein darf. Ja, müde kann ich so ein bisschen nachvollziehen, weil du bist ja so quasi die Angela Merkel der Fakultätsleitung, ja, also Krise auf Krise, ja. Also es ging schon mal los, da hattest du so einen Umzug zu stemmen, da warst du noch gar nicht lang im Amt, da musste die ganze Fakultät nach St. Ingbert, man hat mal einen Wasserrohrbruch, ja, wo dann über 3 Tage mal einfach alles stillgelegt werden musste und jetzt natürlich Corona seit 1,5 Jahren, ja. Was war deine Lieblingskrise? Also meine Lieblingskrise ist schwer zu sagen, sicherlich so Wasserrohrbruch und Bauarbeiten etc. Das einmal hatten wir auch einen Einsatz vom Landeskriminalamt wegen Datendiebstahl. Also das ist eigentlich so das Highlight schlechthin. Da fühlt man sich schon so ein bisschen wie im Tatort. Aber ich muss sagen, im Saarländischen sagt man so, Ebbes ist immer. Ja? Und das ist das Schöne an dem Job, das ist das Schöne an unserer Fakultät. Und das ist auch das, was die Studierenden sicherlich auch sehr schätzen. Man ist immer im Austausch, es gibt immer Neues, es gibt immer neue Entwicklungen und das hält jung.
Ja, egal wie alt man ist, man fühlt sich in unserer Fakultät einfach immer mittendrin statt nur daneben. Also ein ganz wichtiger Punkt, was sicherlich von deiner Amtszeit bleibt, ist ja so die Aufwertung unseres Campus. Das war ja immer so unser Problem, so keine so richtige Aufenthaltsqualität. Die Leute sind immer so direkt weggegangen, wenn die Veranstaltungen rum waren. Und da hat sich ja doch echt viel getan. Ja. Beschreib doch mal, wie du da dran gegangen bist und was da alles über die Jahre passiert ist. Also ich sage mal, ich hatte so einen Schlüsselmoment, dass ein Kollege, er gehörte nicht zu unserer Fakultät, mal gesagt hat, also der Campus Rothenbühl, ich sag mal, das ist ein Piep. Ne? Also er hat sich sehr despektierlich und negativ über unseren Campus geäußert. Und ich fand das so schade, weil ich mich eigentlich ganz gerne dort aufgehalten habe und auch versucht habe, dort irgendwie mehr zu machen als nur ja, Vorlesung und dann Ende. Und das war eigentlich so die Motivation, zu sagen, da muss ich ein bisschen was ändern. Und dann haben ganz viele Gespräche mit Studierenden, mit der Fachschaft dazu geführt, dass wir gesagt haben, ja, was ist denn Aufenthaltsqualität? Ja, ist das jetzt einfach ein Schreibtisch und ein Stuhl, damit man irgendwie mal irgendwo sitzen kann? Oder ist das vielleicht auch mal irgendwo im Freigelände ja, eine Hängematte, dass man auch mal so ein bisschen chillen kann? Oder ist das vielleicht statt eines Kaffeeautomats, wo nur so eine Brühe rauskommt, dann vielleicht auch mal eine ordentliche Kaffeemaschine? Und da ist eben viel entstanden. Und ich finde, in den Bildern, die wir heute auch zu Anfangs gesehen haben und die wir auch hoffentlich alle bald wieder sehen, wenn wir an den Campus kommen, zeigt sich, dass das, ja, dass da der Nerv getroffen wurde und dass viele, viele, wirklich viele daran mitgewirkt haben, insbesondere auch die Studierenden, die sich eingebracht haben, die Fachschaft, die Vorschläge gemacht hat. Denn letztlich müssen ja die Menschen, die es dann auch tagtäglich nutzen, müssen es mitgestalten, sonst ist es ja irgendwie nur totes Kapital. Du hattest natürlich in den 7 Jahren ganz, ganz viele Begegnungen. Ja. Ich denke, wenn man die Grad Night war, da habe ich schon erlebt, mit welcher Begeisterung da auf der Bühne die Zeugnisse ausgehändigt warst. Das war für dich immer ein großer Moment, jetzt so im Angesicht mit den Studierenden nochmal da die Hände zu schütteln. Das hat ja auch selbst gut getan. Ja. Aber gibt es trotzdem so eins, wo du sagst, oder, da war mal so eine Begegnung oder ein Ereignis, das würde ich, glaube ich, länger mittragen. Ja. Also ich habe ja mal mitgezählt, im Laufe meiner 7 Jahre habe ich 5.271 Zeugnisse unterschrieben. Das muss man dann nochmal 5, ne, weil 5 Unterschriften pro Zeugnis. Also das waren, ich sag mal, über 25.000 Zeugnisse und Unterschriften. Also da geht man natürlich auch oft auch mal in so ein Zeugnis rein und schaut. Und ich muss sagen, ein Studierende hat mich da sehr berührt. Die war sozusagen bei mir als BAföG-Beauftragter auch in der Beratung, ganz früh in ihrem Studium. Und hatte gesundheitliche Probleme, hatte also auch familiäre Probleme. Also es war wirklich das Risiko, dass sie das Studium abbrechen musste. Und mit anderen zusammen, ja, mit Studienberatung, mit Kommilitonen, mit Kollegen zusammen haben wir versucht, ich sag mal, den Menschen zu stabilisieren. Und für mich war dann wirklich ein ganz herausragendes Ereignis, dass ich dieser Studierenden dann nach 4 Jahren die Hand schütteln konnte, ja, das durfte man vor Corona noch, also die Hand schütteln konnte und auf der Bühne, ja, im E-Werk, und ich habe dann wirklich auch in ihren Augen gesehen, also dass sie einfach dankbar ist, dass sie in einem System aufgefangen wurde, wo ich sicherlich an vielen Ecken auch stellvertretend war, aber wo einfach eine Gemeinschaft da war, die sie jetzt nicht nur im Hinblick auf ihr Studium, auch im Hinblick auf ihre gesundheitliche Situation, psychische Situation wirklich aufgefangen hat und begleitet hat, bis zu diesem ganz, ganz großen Erfolg wirklich einen akademischen Grad zu erlangen. Und das war so für mich so eine ganz große Zufriedenheit, die aus dieser Situation herauskam. Und das wünsche ich natürlich auch allen Studierenden, die auch heute zuschauen, dass sie sich einfach hier wohlfühlen, dass sie auch an solchen Veranstaltungen, die wir heute machen, sehen, wir sind mit ihnen, wir sind zusammen in einem Boot, egal ob Corona oder sonst was. Apps ist immer, kann man sagen, es hätte nicht müssen Corona sein, aber zusammen sind wir stark. Das ist eigentlich die Message, die ich in den 7 Jahren gelernt habe. Ich glaube, das war sehr gut an so einem Beispiel geschildert, wie man es ja auch selbst verstehen soll, als Chancengeber. Viele von uns sind ja auch Bildungsaufsteiger und verstehen das sehr gut, wie das für unsere Studierende ist, da an eine Hochschule zu gehen, statt zurechtzufinden und dann oft einen ganz tollen Weg zu gehen, wenn sie mal fertig sind. Ja. Du hast ja so einen ganz eigenen Zugang zur HTW, also quasi bist ja familienverhaftet. Ja. Erzähl doch mal dazu was.
Ja, also mein Vater, der jetzt 85 ist, der war im Prinzip so ein typischer Bildungsaufsteiger, also Schule abgebrochen, nie Abitur gemacht, alleinerziehend, auch so eine Kriegsgeneration, und der hat sich hochgekämpft über Ingenieurschule und, ja, bis er dann wirklich als Dozent 1971 an der Fachhochschule hier in Saarbrücken angefangen hat. Und dann auch sozusagen in der Gründungsgeschichte der HTW dann Professor wurde, und er war im Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen, also im Prinzip auch ein Kollege, ja, in den Wirtschaftswissenschaften. Sozusagen bin ich Professor der zweiten Generation, und ich weiß nicht, ob das dazu beigetragen hat, dass ich gesagt habe, ich will auch Professor werden. Ich kann mich nur gut erinnern, damals, also so, ne, 1980, oder ich kann mich erinnern, so 1985, 90, wo ich dann auch oft als Kind, ne, mit am Campus Rothenbühl im Übrigen auch war, da gab es ja den Luxus, also mindestens mein Vater hatte den Luxus, dass er zwei Zimmer hatte, ne? Also heute ist schon Luxus, wenn man ein Einzelbüro hat, aber damals, ne, er lehrte technische Mechanik, hat also zwei Büros, es stand eine große Couch, ja, eine Ledercouch in seinem Zimmer. Mein Vater hat sich jeden Tag dann irgendwie nach der Vorlesung eine halbe Stunde hingelegt und sich erholt von dem stressigen Job. Und also wenn ich mir das nochmal vorstelle, so im Vergleich zu unserem heutigen Treiben, ja, was wir häufig haben, also das war eine ganz andere Zeit. Aber ich bin eben glücklich, dass ich auch sowas mal gesehen habe und den Campus damals schon kennengelernt habe als Ort, an dem man sich wohlfühlen kann. Da denke ich mal so bei dieser Vorgeschichte, dein kleiner Sohn Mathis, ich glaube, der ist im Vorschulalter 5, ja, kannst du ja schon mal langsam zum HTW-Brückenkurs anmelden. Keine Ledercouch mehr. Kann ich bestätigen. Gibt nur dynamische Sitzhocker. Ja. Ja, also so, wer dich kennt, weiß, also du bist zwar dieses Amt los, aber deswegen hast du immer noch keine Zeit für Couch und Füße hochlegen. Das liegt dir als Typ nicht. Was hast du so vor für die nächsten Monate? Also ich habe in einer Sache so meine Passion gefunden, nämlich geht um das Thema Mobilität. Ich bin ja Logistiker von Hause aus, und Logistik zeigt sich im Alltag mehr, als wir denken. Insbesondere in der Pendlerlogistik, ja, also wie kommen wir morgens zur Arbeit, wieder zurück zur Hochschule, langsam kommt ja auch diese Logistik wieder und darf wiederkommen, und wenn man das noch in den Zusammenhang mit Elektromobilität, ja, sieht, ist das ein so breit gefächertes und spannendes Feld. Also ich bin dabei, jetzt eben hier eine neue Forschungsgruppe aufzubauen und auch neue Themen für mich zu entdecken, und da geht so eine Dynamik ab. Das ist schon irgendwo ja, Futter genug, um mich von, ja, dem einen oder anderen Nachtrauern, ne, an meinen Dekansjob irgendwie auch abzulenken. Das muss man schon sagen. In den 7 Jahren hatte ich wirklich auch sehr, sehr gute Kollegen, ein tolles Team im Dekanat. Du gehörst ja dazu, auch der Christian Köhler. Und da muss ich schon sagen, das ist schon auch ein weinendes Auge. Aber ich sag mal, mit den neuen Aufgaben, insbesondere wirklich auch nochmal nah am Menschen zu sein, nah am Studierenden, also jetzt überhaupt nochmal Vorlesungen machen zu dürfen, so empfinde ich das, ja, und nicht nur Dinge zu organisieren, das ist schon ganz toll. Ja, und das tröstet dann schon drüber hinweg, ja, dass im Prinzip jetzt ein paar Buchstaben an meinem Türschild weggefallen sind. Ja, Steffen, wir wollten natürlich den Altdekan nicht nur mit ein paar warmen Worten verabschieden, sondern wir haben da auch eine Kleinigkeit vorbereitet. Das wird der Christian jetzt nochmal vorstellen. Hallo Christian. Hallo. Ja, vielen Dank. Ich glaube, ihr habt ja schon wunderbar drüber gesprochen, was eigentlich alles so in dieser Zeit passiert ist. Und ich habe mir im Vorfeld so ein bisschen überlegt, wie man diese 7 Jahre, in denen du Dekan warst, am besten beschreiben kann. Und das, was bei mir hängen geblieben ist, ist, dass du eigentlich Dekan aus Leidenschaft warst. Ne, ich erinnere mich noch sehr gut, du warst ja schon Dekan, als ich an die HTW gekommen bin. Du hast mich da begrüßt, sehr unkonventionell, sehr locker, hast ja direkt ein paar Minuten ist übertrieben. Wir haben, glaube ich, eine Stunde zusammen da in der Kaffeeküche gesessen und du hast mich so auf die wichtigsten Dinge hingewiesen, sodass ich auch wirklich einen guten Start haben konnte. Und du warst auch danach, ne, nicht nur für mich, sondern eigentlich für alle Mitarbeiter am Campus, eigentlich immer ansprechbar. Das heißt, du warst irgendwie omnipräsent, dir war nichts zu viel.
Du hast dich um die großen Dinge, ne, wenn ich dann uns einen Strategieprozess denke, gekümmert, aber auch um die Details. Ne? Also irgendwie, das war eine Bandbreite, die du da abgedeckt hast, die man, glaube ich, wirklich nur machen kann, wenn man dieses Amt mit enorm viel Leidenschaft ausfüllt. Und das ist auf jeden Fall neben den Dingen, die man sieht, über die ihr schon gesprochen habt, die möchte ich hier gar nicht wiederholen, die sind da, die sind manifestiert, aber das ist das, was bei mir hängen bleibt. Und ja, und damit du dich auch sehr gut an dieses Amt erinnerst und auch immer wieder, ich sag mal, mit einem hoffentlich lachenden Auge auf diese Zeit zurückdenkst, haben wir dir eine kleine Erinnerung gemacht, die dich daran auch erinnern soll. Und ich würde die mal kurz auspacken, in die Kamera halten, die dann auch übergeben. Ja, ich halte mal das Mikro so lange. Oh, jetzt. Oh, eine Plakette. So. Ja. Ich hoffe, dass man es in der Kamera auch erkennen kann. Wir haben dir, oder gerne, ja, dann haben wir auch die Übergabe gemacht. Eine kleine Plakette, die dich vielleicht an deine Dienstzeit erinnert. Es waren wirklich 7 Jahre. Du warst vom 1.4.14 bis zum 31.3.21 Dekan der Fakultät Wirtschaftswissenschaften. Wir haben noch kurz überlegt, ob wir zweiter Dekan draufschreiben, weil das in der Rangordnung war. Aber tatsächlich, ich glaube, das wäre eine indirekte Wertung und das wollen wir an der Stelle gar nicht machen. Ich glaube, du hast es wirklich toll gewirkt hier am Campus und dafür sind wir dir alle als gesamte Fakultät, die Professoren, die Mitarbeiter, die Studierenden sehr, sehr dankbar. Schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielleicht noch ein paar Worte des Dankes. Also jetzt habe ich ja ein paar Buchstaben wieder für an meine Tür, ja, oder für auf meinen Schreibtisch. Also vielen Dank. Ich schaue mit zwei lachenden Augen auf diese Zeit. Denn genau wie du es gesagt hast, Christian, ich habe das mit sehr viel Engagement und Leidenschaft gemacht. Und ich denke, das ein oder andere, das müssen andere entscheiden, war sicherlich auch gut und erfolgreich. Und das kann ich einfach auch nur wiedergeben. Also man kann nur Leidenschaft entwickeln, wenn man in einer Umgebung ist, die inspirierend ist, die Dinge auch zulässt, die auch eine Leidenschaft teilt. Ja, und das kann ich jetzt an der Stelle ja auch mal euch beiden sagen, weil wir ja 2-3 Jahre lang viele auch nicht immer so einfache Themen miteinander besprochen und entwickeln mussten. Also auch von meiner Seite einen herzlichen Dank an dich, Wolfgang, und an dich, Christian. Also das ist schon eine sehr prägende Zeit, die ich mit euch verbringen durfte, weil ihr diese Leidenschaft auch geteilt habt. Manche Themen hat mich vielleicht ein bisschen mehr Leidenschaft als ihr und umgekehrt, ja, aber aus meiner Sicht war das für mich eine sehr, sehr prägende Zeit, die mir gezeigt hat, im Team geht es besser. Und das nehme ich mit und das möchte ich eigentlich auch den Studierenden heute mitgeben und die im Kanal hier mit dabei sind. Also zusammen geht es besser, ja, im Team funktioniert es gut, wenn man drüber redet, wenn man im Dialog ist und wenn man Dinge mit Leidenschaft tut, ja, auch sein Studium, ja, auch jetzt eine Firmengründung, ne, wie wir eben gehört haben. Wenn man Dinge mit Leidenschaft angeht, das ist meine Lebenserfahrung, das kann nur gut gehen. Ja. Man braucht allerdings auch links und rechts mal jemanden, der so ein bisschen an die Schulter nimmt und sagt, okay, jetzt ist vielleicht so ein bisschen zu viel Leiden, ja, also mal ein bisschen bremsen, aber Leidenschaft ist für mich eine Grundvoraussetzung, um Erfolg zu haben und die hatten wir zusammen als Team und hoffentlich auch weiterhin in unserem Job. Also ich war gerne Dekan, ich bin auch weiterhin gerne Professor, ich gehe nicht weg, sondern ich bin da und kann eben meine Themen weiter hier bearbeiten und bei vielen Themen bin ich hoffentlich auch nochmal im Team dabei, ob mit welchem Titel und welchem Amt auch immer. Ja, vielen Dank, Steffen, dass du auch nochmal dabei warst. Danke an Christian für die Wertschätzung und die Worte. Wir haben jetzt noch eine Verabschiedung. Ja, du bleibst ja noch eine Zeit lang, aber wir mussten ja wirklich eine Kollegin in den Ruhestand verabschieden, die, glaube ich, die Inkarnation der studentischen Fürsorge war. Ja. Ich übergebe mal an den Malte zu unserem Gespräch mit unserer sehr, sehr lieben und sehr intensiv vermissten Kollegin Frau Weitz. So,
zurück mit neuem Mikrofon und mit neuem Verabschiedungspartner, den wir haben. Es ist mir eine ganz besondere Ehre, weil Verabschiedungen sind eine Sache, Verabschiedungen von so tollen Leuten, die wir haben, ist eine andere. Und dann kommt dazu, bei Frau Weitz natürlich bei mir die Angst, weil sie ist die perfekte Kombination von perfektem, akkuratem Vorgehen bei gleichzeitiger absoluter Freundlichkeit. Und deshalb die Angst bei mir, irgendwelche Fehler zu machen, werde ich aber nicht tun. Sie kommen nicht drum rum, dass ich kurz, ich will keine komplette Laudatio halten, Frau Weitz, wie man das ja auch dem Amt und dem Rang wirklich auch verdient, nur ein paar Worte dazu sagen, sondern lieber ins Gespräch mit Ihnen kommen. Ich glaube, Ihre fachliche Kompetenz steht absolut außer Frage. War für uns die faszinierende Geschichte, einfach wie jemand mit so viel internationalem Renommee auch von einer absolut tollen Adresse mit Hengela Müller, eine Kanzlei, die ich als BWLer, muss ich sagen, vorher nicht so gekannt habe, aber die, meine ganzen Juristenfreunde, wenn ich davon erzählt habe, immer groß die Augen aufgerissen haben und gesagt haben, wow, das ist schon eine Wahnsinnsadresse, dass sie da lange im internationalen Umfeld gearbeitet haben. Sie haben das nie nach außen gekehrt, vielleicht auch für die Studierenden, mit denen ich geredet habe. Immer so die Sache, wenn ich erklärt habe, was ihr Job war. Ich habe es nur im kleinsten Nuancen verstanden, also wirklich für die großen Top der DAX-Unternehmen oder Top-Unternehmen der Welt auch Sitzungen, Aufsichtsratssitzungen, Aktionärsversammlungen und so weiter, die juristische Leitung zu haben, was auch viel vielleicht allen erklärt, warum sie auf diese Exaktheit so viel Wert gelegt haben, weil da keine Verfahrensfehler einfach passieren dürfen. Das heißt, auf höchstem Niveau gearbeitet haben und das andere, ihre internationale Geschichte, sie sind quasi weder Saarländerin noch Düsseldorferin noch, sie sind Weltbürgerin einfach, ne? Also auf allen Kontinenten zu Hause gewesen. Und dann haben sie sich für Saarbrücken, für das Fach Jura entschieden, bei uns eine Professur einzugehen. Da komme ich auch gleich mit der Frage, warum, können Sie schon mal vorbereiten. Auf der anderen Seite vielleicht auch das, diese Zeit möchte ich eher von der menschlichen Seite einfach beleuchten, ne? Weil da war ja genau die Geschichte gewesen. Ich mag es an der Geschichte. Ich hatte ein Verabschiedungsvideo an Sie auch schon zusammengefasst, zusammenfassen, als ich zwei Studierende belauschen durfte, die sich kurz vor Weihnachten einfach nochmal unterhalten haben. Ah, da müssen wir noch Fragen stellen. Und Frau Weitz hat genau gesagt, wir dürfen bis zum 23. dürfen wir anrufen, am 24. noch morgens. Dann möchte Frau Weitz Weihnachten feiern. Und dann können wir wieder ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag Fragen stellen. Das heißt, ne, den Studierenden ganz klar gemacht, was geht. Was geht nicht, aber auf der anderen Seite in einer Aufopferung für jeden immer da gewesen, Hilfestellungen gemacht, auch als Prüfungsausschuss, fand ich es faszinierend, wie sie sich für ihre Studierenden reingehangen haben. Insofern, ich weiß auch von der Facebook-Seite, ganz viele ihrer ehemaligen Studierenden heute gesagt, wir kommen heute nur für Frau Weitz in das Meeting rein und hören zu, um einfach diesen Moment zu verabschieden. Insofern will ich auch nicht lange reden, eine tolle Person, sowohl fachlich als auch menschlich, und ich danke ganz herzlich für das, was Sie für die HTW gemacht haben und möchte aber jetzt mit der ersten Frage anfangen. Wie kommt jemand aus so einem internationalen, hochkarätigen Umfeld zur besten Fakultät der Welt, das kann man schon sagen, auf die Idee nach Saarbrücken zu kommen. Was waren die Erwartungen? Ja, danke für die Einladung und die extrem freundlichen Worte. Mein Lebenslauf war natürlich etwas länger und führte auch nicht direkt von der Kanzlei ins Saarland, sondern über das, was man wahrscheinlich zur Entscheidung in der Lebensmitte nennt. Und der führte so ins Unterrichten und dann in die Entscheidung, sich für eine Professur zu bewerben. Und da muss man jetzt mal ganz sagen, also unabhängig von meiner Person, mit Blick auf die Hochschulszene, sollte man, wenn man eine interessante Professur will, sich schon bundesweit bewegen wollen. Und das Saarland, die Hochschule und in zunehmendem Maße auch diese Fakultät, die sich ja sehr stark entwickelt hat, bieten ja auch Internationales. Das muss man sagen, und das war auch nach meiner Erinnerung der Ausschreibung schon in der Stellenanzeige damals deutlich geworden. Und ja, und ich kannte ein paar Saarländer und die waren ganz munter. Also ich, so weit vom Rheinland ist das Saarland nicht. Es gibt Ecken in Deutschland, die sehr viel entfernter sind. Lange Antwort auf Ihre Frage. Nein. Was hat von diesen Erwartungen, dahin zu kommen, sich dann auch wirklich bewahrheitet? Was war so, sagen wir mal, das, was Sie am meisten geschätzt haben an der HTW an der Stelle? Ich
das, was mir ein Freund vorhergesagt hatte, der lange Lehrer war, er sagt, du wirst, wenn du mit jungen Menschen arbeitest, sehr viel zurückbekommen. Also ein sehr, sehr interaktiver Austausch. Und das fand ich immer sehr, sehr schön. Das ist auch was, das den Job quasi auch, ich will nicht sagen erträglich macht, das wäre jetzt zu hart zu studieren, aber das ist das, was wirklich den Spaß macht. Spaß, auch das als ne, rein in der Frohnatur. Was war denn der lustigste Moment, den Sie erlebt haben an der HTW? Also es gibt mehrere, manche auch, die man nicht in einer öffentlichen Veranstaltung erzählen kann. Aber wahrscheinlich ein, den man erzählen kann, ist, ich verlasse den Hörsaal im ersten Stock wegen einer technischen Störung, um in die IT zu gehen. Und ein Studierender kann der Versuchung nicht widerstehen, die Zeit zu nutzen, stellt sich ans Pult und imitiert mich leidenschaftlich. Und der Moment, wo ich wieder reinkomme und er das noch nicht merkt, aber das Publikum mich sieht, ist schon erstarrt. Er noch voll im Schwung, meine lebhafte Gestik auch gut hinkriegend und das Publikum, ja, das war wirklich unbezahlbar. Hätten wir das vorher gewusst, den hätten wir auch noch eingeladen, dass er noch die Abschlussparodie hier macht, dass wir dann live und in Farbe sie eingeflogen haben als Körperdouble. Das ist super. Der Moment, den Sie am liebsten streichen würden, wenn man auch da durchguckt, irgendwelche Momente gehabt, wo Sie sagen, boah, das war jetzt... Ja, auch im Moment, glaube ich, den Studierenden die Jahre im Master noch in Erinnerung hatten, das war deren zweites Semester, so ein Stuhl mit Rollen katapultiert hinten unter mir weg, als ich mich setzen will. Also der Moment auf dem Boden, wo ich nicht sicher bin, was ich noch bewegen kann. Also müsste ich mich nochmal wiederholen. Also mal boshaft gesagt, Sie kennen meinen Charakter. Für die Studenten auch einer der lustigsten Momente, weil alles gut gegangen ist. Für Sie nachvollziehbar die schlechteste. Corona, auch das, ich meine, ein blödes Ende quasi, als jemand, der auch sehr sozial mit den Studierenden in der Interaktion unterwegs war. Wie haben Sie das erlebt? Wie alle. Also ich glaube, dass man Dinge, aber wie alle. Es geht mit Verlust bestimmter Dinge einher und gibt einem aber auch die Chance, neue Dinge zu entwickeln. Und gibt einem auch die Chance, auf diese Weise auch Persönliches zu entwickeln, also das zu entdecken. Also für mich schon auch noch eine Erfahrung, die ich im Rückblick jetzt bin ich im Ruhestand und kann natürlich gelassen draufblicken, nicht missen möchte. Aber einige Aspekte muss ich sagen, ja, sind nicht ersetzbar verloren gegangen, ja. Aber das ist, denke ich, auch eine Ihrer Kernkompetenzen, um das auch einfach mal so als Kompliment mitzubringen, nicht nur im technischen Bereich, sondern insgesamt sich auf neue Sachen einzulassen, egal wann, ne, nicht zu sagen, jetzt geht es Richtung Rente zu, jetzt mache ich quasi nur noch Dienst nach Vorschrift, sondern immer wieder auszutesten, was kann ich bringen. Ne? Ich denke nur an Veranstaltungen, Chefsache, Verträge, also wie kriege ich wirklich dann auch Jura mal übersetzt für Masterstudenten, für BWLer, da was zu testen. Ich denke aber auch viel Corona-technisch an die Technikerin, Frau Walz. Ne? Auf der einen Seite, als Wirtschaftsinformatiker darf ich das überheblich sagen, ist das jetzt nicht so die technisch affinste Dame, die wir je hatten, aber auf der anderen Seite eine der interessiertesten, die immer ausgetestet hat, die probiert hat, ne, nach wie vor auf der Seite beim E-Learning-Team als Best Practice aufgeführt. Also das einfach mal als Kompliment gegeben, immer wieder Sachen ausgetestet und ich glaube, das auch, ne, wir hatten eben schon das Wort Role Model gewesen, auch für unsere Studierenden, gehen wir auch in Bereiche rein, die du testen kannst, weil auch da wird man brillieren. Also das, glaube ich, perfekt vorgelebt. Da einen ganz lieben Dank dafür. Trotzdem, bei der ganzen Interaktivität, die Sie da haben, die Fragestellung, wie müssen wir uns jetzt eine Ruheständlerin, Barbara Weitz, was man sich nicht vorstellen kann, vorstellen? Wie wird das aussehen? Was sind so die Ziele, die Sie jetzt noch erreichen wollen oder machen wollen oder durchsetzen werden? Oder was passiert jetzt? Trümpfe stricken. Also ich werde das jetzt sehr oft gefragt und hatte mir vorgenommen, mir jetzt auch erstmal ein Jahr Ruhestand zu genießen und Dinge auch auf mich zukommen zu lassen. Das Wichtigste derzeit ist sicher, peu à peu gerne auch im kleinen Kreis Menschen wiederzusehen, an denen mir viel liegt und die ich allzu lange nicht gesehen habe. Und neue kennenzulernen, zum Beispiel meine jüngste Großnichte.
Glückwunsch. Dass das passiert. Also es wird so lebendig weitergehen, wie es davor war. Möchte erstmal meinen ganz persönlichen Dank, aber auch den Dank der Fakultät weitergeben für das, was Sie geleistet haben. Insbesondere für mich interessant, weil ich habe ja mit Ihnen exakt zusammen angefangen. Das heißt, für mich gibt es keine HTW ohne Barbara Weitz. Wir werden sehen, wie das weiterläuft dann. Es ist vorstellbar, aber nicht lebenswert. Aber wir werden sehen, auch irgendwas anderes wird sich geben. Den Kontakt werden wir bleiben. Trotzdem, das letzte Wort möchte ich Ihnen geben und dann auch schon mal an den Herrn Bruch, dass er dann das Jingle einspielen kann, weil ich sonst immer reinrede. Danach die Frage wirklich, was wäre so der letzte Rat? Sie haben viele Ratschläge gegeben den Studierenden, Sie haben sich deren persönliche Situation angenommen. Was Sie allgemein Ihren ehemaligen und unseren zukünftigen Studierenden mitgeben würde, wenn Sie so einen letzten Ratschlag hätten aus Ihrer Dienstzeit als Professorin? Gehen Sie es offen an, versuchen Sie auch Spaß zu haben, arbeiten Sie mit anderen, nehmen Sie Hilfe an und Attacke, gelegentlich Fehlschläge gehören dazu. Wunderschön, will ich gar nicht viel sagen. Ganz lieben Dank, danke für alles. Ja, herzlichen Dank und Ihnen allen viel, viel Glück und Erfolg weiterhin. Lieben Dank, Dankeschön, tschüss. Gut, eine Offizierin verlässt die Brücke. Wir kommen trotzdem, müssen weiter. Sie hat es gesagt, Attacke, wir werden das neue Wintersemester angreifen. Der Punkt, auf den zu Hause über Facebook kam es, Frank Helsig ganz besonders wartet, aber ich glaube auch viele Studierenden einfach wissen wollen, wie geht es weiter jetzt in dieser Corona-Situation. Wir haben das viel gehabt. Man kann noch nichts voraussagen und nichts planen, das ist klar. Trotzdem macht sowohl die Hochschulleitung als auch die Fakultätsleitung und alle Kollegen sich natürlich Gedanken, wie das Wintersemester aussieht. Deshalb möchte ich es einfach mal so weit skizzieren, wie der Plan ist. Wir wissen nicht, was mit einer Delta, Epsilon oder was auch immer Variante passiert. Trotzdem planen wir im Moment einfach, wie wir es nennen, einer 0-1-Lösung zu fahren. Das heißt, die 1-Lösung heißt, wir gehen komplett zurück auf den Präsenzbetrieb, freuen uns da auch einfach drauf, Sie wieder zu sehen. Wir haben jetzt die ersten Studierenden, die wir bisher rein virtuell kennengelernt haben, also sie auch wieder in den Hörsälen begrüßen zu können. Das hat mehrere Bedingungen, die wir da brauchen. Das eine, worauf wir jetzt noch dringend warten, ist der Wegfall der Abstandsregeln, wie es in den Schulen auch schon zurzeit der Fall ist, weil ansonsten hätten wir irgendwie nur 4 Hörsäle oder 5 Hörsäle, die wir nutzen können, macht das Ganze keinen Sinn. Wenn das der Fall ist, würden wir dann auch unter Volllast fahren, das heißt alle Veranstaltungen in Präsenz planen, aber trotzdem auch dem Wunsch der Fachschaft, die an uns herangetreten sind, dass sie sagen, wenn wir noch irgendwelche Fälle haben, die noch nicht geimpft sein könnten und die trotzdem zu Hause irgendwie ein Umfeld haben oder Fälle, die geschützt werden müssen, also alle Sonderfälle müssen trotzdem in die Lage versetzt werden, am Unterricht teilzunehmen. Insofern bauen wir zurzeit das Ganze so auf, dass wir hybriden Unterricht anbieten. Hybrid verstehen wir in der Form, dass wir minimal als Minimumlösung wirklich das Audiosignal aus allen Hörsälen aus der Vorlesung raus streamen werden. Im Normalfall denke ich mal auch noch das Videosignal mit streamen. Hat zur Folge, das müssen wir auch ganz ehrlich an alle sagen, dass natürlich die daheimgebliebenen nicht ganz so interaktiv mit einbezogen werden können. Einfach bei Rückfragen vielleicht so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Wir arbeiten immer noch dran. Wir sind Teams erprobt, dass quasi vorne ein Teams-Monitor mitläuft, dass wir sie auch sehen können, dass wir auch Fragen beantworten können. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, dass ich mir bei den Wirtschaftsingenieuren ein Exponat angucke oder ähnliches, dann wird es natürlich Abstriche geben. Aber trotzdem, ein Studium wird möglich sein. Aber für alle anderen, die kommen können, gilt halt die 3G-Regel, ne, dass sie entweder geimpft sind
zu dem Zeitpunkt getestet sind oder genesen. Das heißt, dann dürfen sie auch in die Vorlesung kommen. Die Ausrede, um es mal so zu sagen, ich möchte nicht getestet werden und habe keine Lust, Tests durchzuführen, werden wir nicht zählen lassen. Auch das ist, glaube ich, zum Schutz von allen anderen Kommilitonen eine wichtige Sache, dass nur Leute, die wirklich getestet sind, dann anwesend sein werden. Die Null-Lösung von der 0-1-Lösung sieht so aus, wenn halt dann irgendeine Variante käme, dann würden wir auch von jetzt auf gleich quasi wieder in die Online-Lehre einsteigen. Ne, das heißt, das haben wir bereits gemacht. Wir wissen alle, wie es sich anfühlt. Es ist nicht perfekt, es ist nicht die beste Lösung, aber das wird der Weg sein, den wir dann einschlagen. Aber ich denke, auch dann können wir nahtlos einfach darüber gehen und das Ganze umsetzen. Das heißt, von Ihren Planungen freuen Sie sich drauf. Ich denke, die meisten von Ihnen werden sich auch darauf freuen, dass Sie wiederkommen. Die Leute, die wirklich Problemfälle haben, begründete Ausnahmebedingungen haben, die bitteschön vorher bei Ihren werden wir noch bekannt geben, entweder bei den Dozenten oder halt zentral einen Antrag stellen, dass wir dann wissen, welche Vorlesungen wir dann streamen müssen und welche wir nicht streamen müssen. Ansonsten sind wir guten Mutes, dass wir das Ganze machen können. Ich kann Wolfgang vielleicht auch schon mal als Studiendekan schon mal auch zur Beendigung dazu bieten, der das Ganze mitverantwortet, dass das funktioniert. Also ich glaube, alle Kollegen bei uns sind auch guten Mutes. Wie gesagt, wir werden auch andere Sachen aus Corona, die gut gelaufen sind, wir haben das Lernteam-Coaching und Ähnliches gesehen, wieder umsetzen können. Das heißt, auch die Kollegen, die elaborierte Blended-Learning-Konzepte machen können, vielleicht Sachen auslagern können, werden das auch machen. Aber unser Ziel ist es im Moment einfach, einen Minimumstatus oder Standard zu schaffen, auf den Sie sich alle einstellen können. Das heißt, die positive Nachricht heute, es geht wieder zurück in die Hörsäle bei allem Risiko, was wir da haben. Von dir noch irgendwie Ergänzung zu der Situation? Also die Botschaft wird sein, wir gehen zurück in Präsenz, ohne dass wir das verlieren wollen, was wir jetzt gelernt haben in den letzten anderthalb Jahren. Neue Konzepte, Digitalisierung auch in der Lehre, aber mit direkten menschlichen Kontakten darauf freuen wir uns sehr. Genau. Die Klausuren sind nach wie vor bekannt, denke ich mal, die jetzt anstehen. Wünschen wir allen auch ganz viel Glück. Wird in der Saarlandhalle im großen Raum, da ist auch eine Absaugautomatik, die die Aerosole rauszieht. Auch da gilt Maskenpflicht und getestet zu sein, wenn Sie zu den Klausuren reingehen. Aber ich denke, darauf haben Sie sich schon eingestellt, das wird funktionieren. Ansonsten, wenn Fragen stehen, wir haben den Campus auch wieder offen. Das heißt, das Sekretariat ist besetzt zurzeit. Wir sehen auch immer mehr Studierende. Die Mensa, um auch die positiven Nachrichten zu machen, ist auch wieder offen. Das Essen ist genauso gut, wie es vorher war. Aber nach eineinhalb Jahren macht das auch richtig wieder Spaß und schmeckt auch wieder. Insofern freuen wir uns auch, wenn wir wieder Studierende sehen. Das vielleicht als Ausblick. Sicherheit können wir nicht geben, aber die Sicherheit, dass wir alles tun, Sie wiederzusehen und uns auch darauf freuen, Sie zu sehen. Ansonsten freuen würde ich gerne auch in den Dank, in die Verabschiedung reinbringen. Ganz, ganz lieben Dank insbesondere hier an die Medienwerkstatt, dass wir die nutzen können, an die Hochschulleitung, die es genehmigt hat, dass wir trotz Corona hier zusammenkommen können. Alle getestet, geimpft und genesen, die hier sind. An Herrn Bruch, der gestern lange auf uns warten musste für die Generalprobe, Aline Magierski, die das Ganze perfekt vororganisiert hat, die Hochschulkommunikation, Frau Reintanz, die uns so bezaubernd geschminkt hat. Wir werden uns heute nicht mehr abschminken, sondern so rumlaufen wie mit dem Weichzeichner. Ich glaube, tausende Leute, Kameraleute, alles, die so haben. Ich will es nicht überziehen. Auch Ihre Zeit ist wichtig. Lernen Sie für die Klausuren, machen Sie weiter, damit wir auch trotz Corona perfekt rauskommen können. Danke an unsere Gäste und ich wünsche uns allen ein tolles Semester. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Ciao.